Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch heute zu einem kleinen Infovideo, was mir sehr wichtig ist und ich euch ein bisschen darüber sprechen will, was so die nächste Zeit abläuft, wie es weitergeht und wie der aktuelle Stand ist. Und fangen wir erstmal an mit dem, was so passiert ist in der letzten Woche. In der letzten Woche gab es ein paar Streams. Wir hatten EU4 viel gespielt. Wir haben jetzt auch Age of Empires gespielt. Wir haben auch Mount & Blade gestern gezockt zum Beispiel. Heute werden wir noch mal ein bisschen um zwei zocken zum Abend hin. Also Anubis Legion rekrutiert übrigens heute. Zwei Leute. Könnt ihr gerne mitmachen. Ich hoffe noch, dass meine Kollegen hier nicht absagen, die beiden anderen. Der Paxel hat sich auch nicht gemeldet. Der Mary war auf jeden Fall dabei, hat er gesagt. Also wir werden heute Abend mal rekrutieren und machen dann Training öffentlich. Da könnt ihr mit dabei sein ab 20 Uhr. Und vorher gibt es noch ein bisschen Star Wars Empire at War. Ansonsten war eine coole Woche. Hat Spaß gemacht. Also ja, ich konnte halt mal 2 Tage, glaube ich, war das nicht streamen, weil ich einfach zu tun hatte. Es war wichtiger in dem Moment, da muss ich halt mal durch. Aber ja, so ist es halt. Man kehrt so langsam wieder in die Normalität zurück, die man halt noch hatte vor Corona. Und das trifft auch mich. Das heißt, auch bei mir wird der Content jetzt halt immer wieder mal zurückgestellt, weil ich was Privates zu erledigen habe, für die Arbeit zu erledigen habe, fürs Studium zu erledigen habe und mal Zeit mit Rita verbringen will. Darf man alles nicht vergessen, es ist ja immer noch ein Hobby. Aber das war es erstmal zu dem, was jetzt passiert ist bisher. Jetzt kommen wir so zu den aktuellen Gedanken, die ich habe. Also ein bisschen Philosophie oder machen wir erstmal das andere, was jetzt kommt. Ich würde sagen, wir machen erstmal das, was kommt. Ich habe keinen Plan, wie ich die nächste Woche gestalten will. Ich weiß, also ich werde halt die Woche immer ab 18 Uhr anfangen ungefähr. Mit einem kurzen Stream, der 2 Stunden geht und dann ab 20 Uhr ungefähr nochmal einen mit längeren Stream, sowas wie EO4 zum Beispiel. Wo dann halt mal ein bisschen länger daddeln. Genau. So geplant ist, wie gesagt, heute Rome 2 und Star Wars Empire at War. Morgen ist geplant EO4 am Montag wieder. Kennen wir ja die übliche Runde. Ich glaube, ich werde den 2 Stunden vorher einfach Mount & Blade ein bisschen spielen mit Greta Thunfisch. Und wieder Zeit. Sorry, den Rest der Woche habe ich noch nicht geplant. Also Dienstag bis Donnerstag. Da könnt ihr mir gerne Vorschläge geben. Eine Sache steht aber schon fest, die ich machen möchte. Und zwar hat mich ein Entwicklerstudio angeschrieben, hat mich gefragt, ob ich mal ein Spiel vorstellen möchte. Und wenn ihr mich unterstützen wollt und wenn ihr dabei seid, dann denke ich mal, pusht mich das ein bisschen auch, was Marketing und so betrifft. Und ich werde eventuell auch von anderen Firmen angeschrieben, mal Spiele zu testen. Und das Spiel könnte euch gefallen. Ich habe es mir angeschaut, nicht zu sehr, aber handelt vom Mittelalter, geht so ein bisschen Richtung Rundenstrategie. Echt Mittelalter, sorry. Neuzeit, Zweiter Weltkrieg, Mittelalter. Ich habe gerade ein Video geschaut über Schilder im Mittelalter. Tut mir leid, das ist noch hängen geblieben. Aber naja, also darum handelt es im Wesentlichen. Da wollte ich dann eigentlich gerne heute euch einen 4-Stunden-Stream draus machen. Welcher Tag das ist, weiß ich jetzt noch nicht. Ich werde mir den nochmal schreiben. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das jetzt diese Woche sein wird. Ich kündige es aber nochmal an. Wenn ihr mich aber unterstützen wollt, dann seid ihr einfach dabei. Und dann quatscht mal zusammen. Ihr könnt ja einfach eure Meinung mal dazu sagen. Auch wie findet ihr das Spiel? Kann ich mal das und das probieren? Und das, dies und jenes mal zeigen? Das wäre ja perfekt. Und ich meine, im Stream sieht man einfach vom Spiel viel, viel mehr. Als wenn ich einfach nur ein Video raushaue oder so. Würde ich sagen, streamen wir das Spiel einfach mal. Genau. Und dann werde ich halt nochmal im Anschluss wahrscheinlich ein eigenes Video dazu aufnehmen. So viel erstmal zu den Streams. Wir können da jetzt mal. Also, das ist jetzt für die Innenwoche. Freitag, 20 Uhr, wie immer, EU4 mit Gaius. Samstag werde ich dann wieder Age of Empires spielen. Ich hoffe auch Mountain Blade. Und Sonntag weiß ich nicht, da ist aber auf jeden Fall wieder Training geplant und ich glaube, wir werden wieder 2 Leute reinholen. Mal schauen. Müssen wir mal gucken. Also, wir wollen regelmäßig Training machen jetzt mit der Anubis Legion und ein bisschen Zuwachs haben, damit das läuft. Das habe ich zu stiefmütterlich behandelt. Immer sonntags, immer 20 Uhr, 4 Stunden. Also, das Training dann ist hart und lang, aber es ist halt. Erstmal machen wir das so. Ich kann auch sein, dass wir es auf 2 Stunden runterrocken und dann noch 18 bis 20 Uhr machen oder so die Zeit, wo die meisten Leute essen gehen. Muss man gucken. Muss man wirklich gucken. Eventuell werde ich auch sonntags andere Zeiten streamen. Mal schauen. Also jetzt der Plan, Fahrplan für die nächste Woche. Imperator Rom. Habe ich noch auf dem Schirm. Wollte ich gern machen. Wollte ich vor allem gern auch mit Lupus spielen, mit Merivan und mit Paxel. Wollten zusammen eine Viererrunde machen und ein bisschen Imperator Rom spielen. Ich habe mir jetzt das Tutorial schon durchgespielt, habe ich aufgenommen. Das fängt an. Geh mal hier rauf, bitte. Dann fängt es an. Ja. Ungefähr so hier ab dem 22. kann man sagen, fängt das dann an mit Imperator Rom, dass da ein paar Videos reinkommen und reindroppen. Mit den Römern erstmal noch. Ist sehr einfach das Tutorial, also wundert euch nicht, das Spiel wird schwieriger. Ich habe nämlich jetzt auch schon mal reingeschaut bei Makedonen. Die habe ich überlegt, ob ich die spiele in der großen Runde, weil ich habe gedacht, es wäre schön, wenn wir erstmal die großen Nationen spielen alle.
zum Reinkommen. Einfach nur, das ist eine Quasselrunde dann. Im Endeffekt eine gechillte Quasselrunde. Jeder spielt so seine Nation. Wir ein bisschen Krieg dran haben wahrscheinlich. Naja. So. So viel dann erstmal zu Imperator Rom. Also genau, wie das jetzt abläuft, habe ich noch nicht vorgestellt. Ansonsten, Videos werden jetzt auch kommen in der nächsten Woche. Wir haben jetzt heute den 10. Weiter geht es dann noch mit vom 11. bis zum 17. Wir sehen es ja schon. Hier ist, also auch selbst hier ist kein fünftes Video geplant. Das ist jetzt genau das, was ich jetzt gerade aufnehme und hochlade. Es kommt um 15 Uhr. Aber für die nächsten Tage noch nicht. Ich kam noch nicht dazu, die Modding-Tutorials aufzunehmen. Ich hatte nicht die Zeit. Das kann sein, dass ich der Einfachheit halber nochmal ein paar Tipps und Tricks-Videos aufnehme jetzt für die Woche. Ja? Also für die ersten 2, 3 Tage oder so, schnell was da ist. Ich muss noch die Giftpfeile nachreichen zum Beispiel. Ich wurde gefragt, ob ich mal Kite-Einheiten vorstellen kann und die erklären kann. Ja, schauen wir mal rein. Machen wir mal. Irgendwann überlege ich auch mal Tipps und Tricks zu machen zu anderen Spielen noch, die wir haben. Also sowas wie Mount & Blade zum Beispiel oder auch Age of Empires. Ich meine, also ich bin jetzt kein Pro, aber wenn ich halt so Sachen, die ich immer wieder höre, schon mal gezeigt bekomme, kann ich das ja auch, das Wissen euch nochmal vermitteln und einen kleinen, kurzen, abgepackten Video für euch mal reinpacken. Sowas zum Beispiel. Genauso auch EO4 oder Imperator Rom, so ein bisschen Tipps und Tricks mäßig kann man dazu ja auch noch was machen. Aber mal schauen, so wie es passt. Ansonsten, die weiteren Streaming-Videos laufen jetzt noch weiter aus. Auch die Online-Battles laufen jetzt noch weiter. Ich sehe schon, die laufen ohne Probleme bis zum 22. Ich habe noch gut 12 bis 16 Schlachten mit dem Rom 2 Turnier. Also da wird auf jeden Fall noch ein Weilchen was weiterlaufen. Aber danach habe ich erstmal keinen Content an Online-Battles mehr. Da muss ich schauen, was ich mache. Muss ich gucken. Vielleicht halten noch mal Turnier ab. Ich meine, das ist ja ein bisschen abgeflaut in letzter Zeit. Vielleicht braucht man einfach mal eine Pause. Das hatte mir auch Lord schon anfangs gesagt, dass es vielleicht irgendwann mal sich übersättigt. Und da hat er einfach recht. Das bekomme ich jetzt auch mit. Also, er wusste das schon vorher. Ich habe das nicht so ganz wahrnehmen wollen. Er hat einfach recht. Und dann machen wir das halt später noch mal. Wir werden noch mal Turniere machen, werde ich mit euch. Ich möchte auch sehr gerne mal ein Napoleon-Turnier machen. Also, da hätte ich wirklich Bock drauf, das mal zu sehen und euch auch zu zeigen, weil Napoleon zeigt nochmal eine ganz, ganz andere Welt von Total War Schlachten. Da freue ich mich schon drauf. Genau, ansonsten die Rom 2 Let's Plays laufen aus am 22. erstmal, diese ganzen Streaming-Projekte. Dann EO4 müsste auch bald auslaufen, weil stimmt nicht ganz. Brandenburg läuft noch ewig. Florenz habe ich auch nochmal aufgenommen vor kurzem. Es wird noch ein bisschen weitergehen. Also, ich habe jetzt überlegt, ich werde die ganzen Streaming-Projekte, die ich jetzt gemacht habe, bisher, also auch wie Chimera und Gallisches Rom und Pompeius Rom und sonstiger Scheiß, die werde ich nicht löschen. 100 Pro nicht, Leute. Aber ich behalte die mir erstmal noch frei, werde die nochmal rendern in Ruhe und werde die dann mal veröffentlichen, wenn ich einfach mal gerade keine Zeit habe, was aufzunehmen. Habt ihr regelmäßig noch Content, könnt was sehen? Ich glaube, da haben wir mehr von. Und ich fange jetzt sukzessive wieder an, langsam die Projekte durch Let's Plays zu ersetzen. Also, ich habe halt gemerkt, dass die Let's Plays, die sind einfach Projekte, die machen im Stream schon Spaß, aber die Videos kommen danach nicht gut an. Und deswegen tendiere ich jetzt gerade dazu, weniger Singleplayer zu streamen, sondern mehr Multiplayer, weil ich da das Gefühl habe, es wird einfach lustiger, mehr Leute können mitquatschen, ihr könnt mehr darauf Einfluss nehmen und alles. Wir haben generell mehr Spaß. Und also ich habe das Gefühl, die Streams werden besser. Gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, wenn ich dann die Videos dann ersetze, normalerweise durch Let's Plays, alles dann, ich selber aufnehme, werden die Videos auch besser wieder. Und da möchte ich einfach für euch mal so einen Kompromiss finden. Naja, das war es jetzt erstmal zu sehen, so nächste Woche, nächste Tage. Kommen wir ein bisschen in die fernere Zukunft. Wie gesagt, langsam normalisiert sich ja die ganze Welt wieder. Friseure werden geöffnet, Kindergärten werden langsam, nicht Kindergärten, auch Spielplätze werden langsam geöffnet. Gastronomie wird auch langsam sogar geöffnet, in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel schon. Aber das heißt auch für mich, ich muss mich mehr anpassen. Ich muss ein bisschen runterfahren. Also, ich versuche das jetzt noch ein Weilchen so weiterzuhalten, dass wir versuchen, noch den ganzen, jeden Tag zu streamen. Mit einigen Tagen, wie ich mir einfach mal frei nehme, weil ich Bock drauf habe. Also, die werden weiterkommen da. Das wird passieren. Aber ich denke mal, wir werden irgendwann zu diesem Kompromiss kommen müssen, dass ich weniger streamen werde in der Woche. Also, meinetwegen, der EO4-Stream bleibt erstmal noch so lange, wie das Projekt noch läuft. Über 4 Stunden am Abend, am Montag. Ja, erstmal noch. Aber das kann sich ändern, wenn der durch ist, dieses Projekt zum Beispiel. Und ich werde dann wahrscheinlich eher so zum Wochenende hin tendieren. Und dann nur Freitag, Samstag, Sonntag streamen.
und dann die anderen Tage einfach mal sein lassen. Einfach mal auch runterkommen, mal mit euch quatschen vielleicht oder mal entspannen mit Rita. Denkt nichts Unanständiges jetzt, Leute. Ja. Oder was auch sehr wichtig ist, für die Uni was machen, für die Arbeit was machen. Also das darf ich ja auch nicht vergessen, ja, Leute. Das heißt aber auch, dass wir in manchen Projekten einfach langsamer vorankommen. Ich meine, der Attila-Mod, den will ich weitermachen mit euch. Da hat mich Kingo jetzt schon, glaube ich, vor 2 Tagen oder vor einem Tag mal gefragt. Der ist nicht vergessen. Keine Sorge, der ist nicht vergessen, der wird noch gemacht. Aber es heißt jetzt auch für euch, der Content wird runtergefahren in Zukunft. Rechnet damit. Nächste Woche gehe ich noch nicht von aus. Aber vielleicht die Woche danach. Eine Sache, die jetzt noch dazu kommt, ist, ich muss Rita jetzt nächste Woche mal abends noch abholen, von weit weg. Da bin ich dann. Ich muss diese Woche schon weniger streamen, fällt mir auf. Shit. Das war mir so gar nicht bewusst. Ja, ich werde mit Rita nochmal reden, wie wir das machen. Also, ja, muss ich nochmal meinen Jungs Bescheid sagen. Ich habe da jetzt geplant, habe ganz vergessen, dass ich eventuell gar nicht rechtzeitig da bin. Gut, das tut mir leid jetzt. Ist die Information erst so spät droppt. Na ja, gut, die nächste Woche wird ein bisschen anders als sonst, Leute. Vielleicht streame ich mal ein bisschen früher dann und ein bisschen später. Na gut. So viel zum Thema damit nochmal. Generell Streaming wird also auf lange Sicht weniger. Ich weiß nicht wann. Ich werde mich aber anpassen müssen. Ich muss ja auch an mich denken. Genau, jetzt haben wir das so da in die Richtung gemacht. Nächste Sache. Ich habe nachgedacht. Eine Menge. Und ich bin jetzt im Business von YouTube schon seit 7,5 Jahren. Die 8 ist auch nicht mehr fern. Also ich weiß nicht, wie alt der Kanal von Rezo ist, aber ich wette mal, mein Kanal existiert schon doppelt so lang. Mindestens, wenn nicht sogar noch länger. Und eine Sache hat dieser Kanal immer mitgetragen. Wirklich immer. Und das war Total War Content. Und jetzt überlegt man mal einfach, wie hat sich denn die Marke Total War in den letzten 4 Jahren denn entwickelt? Also, was ist denn da noch großartig passiert? Es gab noch Updates für Rom 2 in Form von DLCs. Attila hat noch DLCs bekommen. Warhammer kam 2016 raus. Das war nochmal so ein ganz großes Ding, Warhammer, bei Total War. Also auch nur Warhammer 1. Warhammer 2 war nicht ganz so groß, weil da war der erste Hype schon wieder weg. Aber selbst irgendwie, der Hype um Warhammer hat sich nicht so real angefühlt. Der war nicht so präsent in meiner Umgebung. Also, ich würde mal sagen, in einer Fantasy-starken Umgebung, die viel sowas spielen, die haben sich mehr gefreut, aber in meinem Freundeskreis und in meiner direkten Bekanntenkreis hier auf YouTube, da war das nicht so präsent. Ich habe das Gefühl, es war auch insgesamt weniger Impact. Obwohl ich von den Zahlen hier auf YouTube mit den Stats ganz andere Sachen gesehen habe. Naja, okay. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, also auch Three Kingdoms, nicht so ein Bombenspiel für den europäischen Markt. Thrones of Britannia war ein Flop. Bei Troy habe ich Sorge, dass es ähnlich sich verhält und dass jetzt halt auch kein großes Spiel schon angekündigt wurde vom Creative Assembly. Es wird langsam Zeit weiterzuziehen, möchte ich damit sagen. Ich meine, ihr seid, also viele von euch, nicht alle, viele von euch sind vor einem Jahr dazugekommen oder waren mal schon mal so ein Jahr dabei oder so. Aber sind wir mal ehrlich, ihr bekommt jetzt so eine Stunde, also nicht Stunde, einen Tag, ein Jahr vielleicht mit, dass ich Total War Content bringe und das ist für euch vielleicht auch nicht genug. Ich mache das jetzt seit 8 Jahren und klar, Total War ist cool, wird immer mal wieder kommen, aber rechnet nicht damit, dass ich das dann später noch täglich bringe. Das wollte ich euch sagen. Ja, also ich habe noch ein Ziel mit diesem Kanal, was mit Total War drin ist, und zwar für Rom 2 in jeder Nation, in jeder Kampagne ein Let's Play oder ein Stream mit euch zusammen zu machen. Das ist noch mein Ziel. Ich habe für mich schon entschieden, das allerletzte Let's Play wird mit den Römern sein auf der großen Kampagne. So als Last Stand. So richtig schön Rom 2 feiern. Und danach schließe ich mit dem Spiel ab. Das heißt nicht, dass ich es nie wieder spielen werde. Aber der Fokus dieses Kanals wird dann von Total War wegwandern. Der wird dann nicht mehr dort bleiben. Das wird sich ändern, weil also 8 Jahre sind eine Menge. Wer von euch wohnt 8 Jahre in derselben Wohnung? Wer von euch hat 8 Jahre lang dasselbe Auto? Wer von euch bleibt 8 Jahre lang am selben Wohnort? Ich meine, wenn ihr jetzt 12 seid oder 16, klar, ihr kennt es nicht anders.
Aber ich spreche jetzt gerade eher so meine Community an, die jetzt zwischen 18 und 24 ist, wo 50% der Leute drin sitzen. Das ist eigentlich so eine Zeit des Aufbruchs. Eine Zeit, wo man mal was anderes machen möchte, wo man mal umzieht, wo man mal reisen möchte. Sich ein billiges Auto holt, merkt, dass es kaputt ist, holt sich ein neues. Man macht Erfahrungen, man lernt neue Sachen kennen. Es passiert viel. Und Total War hat mich sehr weit gebracht, mir sehr viel gezeigt von der Welt. Also das Spiel selber nicht, aber was ich durch Total War erlebt habe, war auch verschiedene Events und verschiedene Sachen, die ich gelernt habe fürs Leben. Proaktiv zu arbeiten war zum Beispiel so der größte Schritt, den ich durch meinen Kanal eigentlich gemacht habe. Selbstständig zu arbeiten, das hilft mir in meinem heutigen Berufsleben immer noch sehr. Habe ich durch YouTube erst gelernt. Naja. Und Total War würde natürlich mein Herz nie verlassen, aber wie gesagt, ich werde nicht ewig so ein Content bringen können. Und sehen wir es mal von der Seite. Es ist noch nicht vorbei. Ich habe mal eine Liste gemacht. Und wir haben jetzt aktuell 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 Nationen Let's Played. Mit meinem aktuellen Stil. Ja, ich hatte schon vorher mal ein paar gemacht, war mit denen nicht zufrieden. Das Spiel war nicht aktuell. Deswegen, ich will es mit dem letzten Stand machen, damit auch wirklich jemand, der noch 5 Jahre später sich das anschaut und sagt, ja, so kenne ich das Spiel auch. So nach dem Motto. Also, wir haben 26 Nationen gespielt von, ich zähle durch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mal 4 sind 36, 40, 45, 55, 59, 69, 78 Nationen. Wir haben jetzt ein Drittel geschafft, Jungs. Ein Drittel. Das heißt, zwei Drittel liegen noch vor uns. Wir haben noch ordentlich was zu tun. Also Rom 2 ist noch nicht weg, aber ich wollte euch nur schon mal darauf vorbereiten. Das Ende naht. So, das war jetzt mal eine etwas emotionalere Ansprache. Ich freue mich aber auch schon auf das, was danach kommt. Also, die Welt bietet ja viel, die Welt der Spiele, viel zu machen und ich werde mich halt dann wahrscheinlich nicht mehr nur auf ein Spiel konzentrieren, sondern einfach spielen, was Spaß macht. Ich meine, jetzt durch die Streams in Corona sind halt so viele Leute dazugekommen, die einfach nur Spaß drin haben, mit mir Zeit zu verbringen beim Stream und auch mit den anderen Leuten, die dabei sind. Und das macht mir Spaß. Und dann ist es egal, was wir spielen, habe ich das Gefühl. Also wir werden immer so halt ein bisschen das spielen, worauf ich Bock habe. Klar, logisch. Ich bin derjenige, der es spielt. Aber es wird generell dann mehr, ja, mehr verschiedener Content kommen, mehr verschiedene Spiele, die wir sehen werden. Halt, was mich so ein bisschen mit auch treibt. Da mag vielleicht dem einen oder anderen mal das eine Spiel nicht gefallen. So war es zum Beispiel jetzt mit God of Empire, glaube ich, der mit Star Wars Empire at War nichts anfangen kann. Verständlich. Hat trotzdem mal reingeschaut und Hallo gesagt und hat mich sehr gefreut. Dann wird es jemanden geben, der sagt: Boah, Age of Empires, du, Nico, ach, jetzt mal ehrlich, also meins ist das nicht. Mach doch mal lieber Star Wars Battlefront oder Star Wars Fallen Order. Dann sagt der Nächste wieder, Alter, mit Star Wars, da kannst du mich mit jagen, wenn du Star Trek, aber ganz ehrlich, mir wäre es lieber, wenn du Warhammer spielen würdest. Also, oder was weiß ich, Shield War oder Minecraft oder was auch immer. Mal so als Info für euch, da bin ich noch in der Erfindungsphase, aber ich finde das jetzt gerade, wie wir es jetzt aktuell machen, macht es wirklich Spaß. Also, wie gesagt, Total War Content wird wahrscheinlich nie ganz verschwinden, das ist immer so ein Teil von mir, aber halt. Deutlich weniger. Und der Attila-Mod, der ist gesetzt, Leute. Den machen wir trotzdem weiter. Macht euch keine Sorgen. Auch den TV-Balance-Mod werde ich noch weiter ein bisschen betreuen. Und Game of Rome. So eine Projekte wie Game of Rome halte ich mir auch weiterhin noch offen, weil das einfach geil ist. Das macht einfach Spaß. Das ist jetzt nicht stumpf Total War spielen. Das ist ja was ganz Eigenes. Also, naja. Das wollte ich jetzt mal gesagt haben. Jetzt habe ich hier schon 20 Minuten geplaudert. Ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch allen noch einen wundervollen Nachmittag, wenn ihr dieses Video seht. Wir sehen uns dann hoffentlich heute Abend um 18 Uhr, wenn ich Star Wars Empire at War spiele. Wollte ich zusammen mit einem alten Kumpel spielen. Also jemand, der jetzt meinen Kanal schon kennt seit 7 Jahren, wo er noch 5 Jahren, ich glaube 2015 war so unsere Hochzeit, der kennt vielleicht noch Mr. West. Der spielt mit. Da freue ich mich schon drauf. Und danach spielen wir, wie gesagt, Rom 2 und machen den Clan weiter auf. Also, der Clan wird noch heute geführt. Ich möchte halt eine Community bieten zum Spielen, damit ihr zocken könnt und sowas. Das ist mein Wunsch mit dem Clan.
dass wir einfach alle zusammen Leute haben, einfach nur spielen können. Darum geht es mit dem Clan. Das möchte ich gern fördern und mit euch zusammen machen. Gut, 20 Minuten gelabert. Viel im heißen Brei. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. Bis nachher um 18 Uhr. In diesem Sinne, Peace, bin out.